Ich grüße euch, ihr Todgeweihten, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles. Wie ihr seht, war ich fleißig. Ich wollte euch einfach mal das stumpfe Gefarme ersparen. Bauen haben wir auch gesehen. Da leuchtet was auf, ihr klickt, es liegt, fertig. So, mein kleines Starterhütchen. Mit zwei Ein- und Ausgängen, damit ich auch vernünftig da unten hinkomme. Habe hier mal die Rampe gelernt. Irgendwie muss ich mal gucken, ob ich hier unten noch eine Fundament hinkriege oder sowas, weil eine letzte Treppe, Rampe, wie auch immer, kann ich da irgendwie nicht hinbauen. Aber positiv ist schon mal, dass ich da nicht alle zwei Strukturen ein Fundament setzen muss. So, was habe ich heute vor? Mein Nahrungsvorrat geht zur Neige. Das heißt, ich werde heute mal ein bisschen jagen. Wasser habe ich gerade erst geholt. Das ist auch gut. Und deswegen suchen wir uns jetzt mal irgendwas zum Töten. Aber erstmal nehme ich hier die Büsche noch mit. Man kann so ein paar Insekten und Fasern und Co. immer gebrauchen. So, da vorne ist eine Schildkröte. Aber da weiß ich ja schon von meinen ersten Versuchen, die offscreen passiert sind, beziehungsweise wo ich das nicht richtig aufnehmen konnte, dass das nicht gut ausgeht. Deswegen werden wir die noch nicht jagen. Da ist noch so eine komische Kröte. Komme ich an der vorbei? Da hinten sehe ich auf jeden Fall diese kleinen Viecher. Das ist gut. Jetzt rennt die in die andere Richtung. Da sind aber auch Menschen. Seid ihr Freund oder seid ihr ein Feind? Oh Gott. Sie sind Feinde. Stirbt. Oh. Ups. Habe ich mir noch glatt die Hand abgesäbelt. Gucken wir doch mal, ob die was dabei gehabt haben. Stein. Ist immer gut. Und hast du was dabei gehabt? Auch ein Stein. So, zack. Tierhaut, Menschenfleisch, Tierhaut. Die Tierhaut bekommen wir wohl, weil es derzeit noch keine Menschenhaut gibt. Menschenfleisch wurde auch implementiert, aber wir gehören nicht dem Volk an, das Menschenfleisch irgendwie zubereiten kann. Denn wir sind Pikte, oder ich bin auf jeden Fall Pikte und gehöre der Religion der Seth an. Und euch habe ich gesucht. Zack, zack, zack. Sterbt. Hallo? Hallo? Ui. Ich würde jetzt auch gerne mal gucken. Okay, Knochen, Tierhaut. Okay, dann nehmen wir mal die Axt. Okay. Also ähnlich wie ein Ark. Andere Werkzeuge holen andere Sachen raus, beziehungsweise mehr davon. Da rannte doch gerade noch einer rum. Da. Oh. Boah. Schreck mich doch nicht so. Hässliches Drecksvieh. Tierhaut, Wildfleisch. Fällt mir gerade ein, habe ich nicht so einen komischen
Taste death. Taste death. Curse you. Okay, Schwert ist nicht gut zum Farmen. Au. Oh, die Axt zu reparieren ist echt teuer. Oh, was wollte ich denn jetzt gucken? Ich wollte gucken. Achso. Ich habe hier. God take you! Möge das Heft deiner Seele gnädig sein. Ich wollte jetzt eigentlich gucken. Okay, mein Zeug ist kaputt. Okay, das scheint ein Anzeigefehler zu sein, oder? Ja, Anzeigefehler. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Early Access. Und jetzt will ich immer noch was gucken. Ach genau, ich habe übrigens herausgefunden, Belastung erhöht die Menge der gefarmten Ressourcen. Und ich wollte auch mal so einen Steindolch bauen. Beziehungsweise erstmal lernen, aber aktuell, wir sind noch Stufe 8. Müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas töten. Irgendwas töten. Machen wir ja erstmal ein bisschen den Weg frei. Ist auf jeden Fall eine Höhle. Es ist die goldene Frage, gehe ich da rein oder gehe ich dann... Ach, obwohl. Hallo, Höhle. Verderbnis nimmt zu. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich verdorben an. Oh. Hallo, ihr Hoshis. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal genug Fleisch, offensichtlich. Kann man das abbauen? Wahrscheinlich mit meinen Werkzeugen noch nicht. Aber ich habe... Obwohl, das Leben regeneriert ziemlich fix eigentlich tatsächlich. Aber ich habe kein Happy Happy mehr. Deswegen gehe ich dann doch lieber mal nach Hause. Er hat unterwegs hier noch ein bisschen... Fasern sammeln, weil ich habe noch kein neues Bett da oben in der Hütte. Und da ist aber schon wieder ein Imp. Also auf jeden Fall könnte das jetzt hier mein Jagdgebiet werden. Zumindest was die komischen hässlichen Viecher hier angeht. Das gibt's doch nicht. Auf
jeden Fall haben wir jetzt jede Menge Tierhaut und jede Menge Fleisch. Das ist natürlich gut. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, was man mit Knochen oder ähnlichem macht. Aber keine Angst, das finden wir gemeinsam raus. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal Steinchen mitnehmen. Im Übrigen, wie ich herausgefunden habe, man kann, wenn sie nah genug aneinander sind, mehrere Ressourcen gleichzeitig abbauen. Finde ich sehr praktisch. Halt, da ist diese komische Schildkröte. Die wollen wir nicht aufschrecken, zumindest noch nicht. Anderen Spielern bin ich bisher auch noch nicht begegnet. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich noch ziemlich weit ab vom Schuss bin, beziehungsweise am Rand der Karte irgendwo. Gut, das Spiel ist jetzt auch noch nicht so alt. Und die Spieler hatten auch noch gar nicht genug Zeit, um viel weit, also sehr weit nach vorne zu kommen. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, das scheint die Sortierungsmöglichkeit zu sein. Nehme ich jetzt mal spontan an. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal ins Häuschen. Okay, kurzer Leck. Oh, wir haben Level. Sehr schön. Wir haben ein Level. Ich will auf jeden Fall Belastung will ich haben. Und da ich jetzt doch so langsam mal Richtung Jagdbogen gehen möchte, nehme ich doch mal spontan Präzision. Dann gucken wir mal, was wir erlernen können. Der kostet 2. Warum kostet der 2? Okay, egal. Was brauche ich denn, um den zu bauen? 10 Zwirn. Heidewitzka. Wir können 14 herstellen. Wie viel brauchen wir eigentlich fürs Bett? 3. Dann ja, hier ist noch meine letzte Sandsteintreppe. Ansonsten habe ich auch schon ein bisschen Gedöns gesammelt auf meinen ganzen Raubzügen. Menschenfleisch. Wie gesagt, konnte ich nicht braten. Wir können es gerne mal versuchen. Pack mal einfach mal mit rein. Happy Happy. Nehmen wir schon mal raus. Der Rest brät. Wir kriegen verdorbenes Fleisch. Was auch immer das einmal war. Jetzt ist es ungenießbar. Das ist zumindest ein ziemlich hilfreicher Tipp. Und dann lassen wir das hier mal weiter braten. Oh. Sandsturm! Alter Verwalter. Okay. Da bewegt sich auf jeden Fall über die Mitte der Karte ein gigantisches Sandsturm-Auge, nenne ich es jetzt mal. Alter Verwalter. Können wir von hier aus besser gucken? Ja, können wir. Heftig, heftig. Sogar Blitze waren da drin, in dem Sturm.
echt cool gemacht. Im Übrigen da drüben, da ist so eine kleine Siedlung, aber ich glaube, das ist so eine NPC-Siedlung. Aber ich bin ja bei weitem noch nicht so weit, dass ich in irgendeiner Art und Weise irgendetwas Größeres angreifen könnte. Jetzt wollen wir erstmal Happenpappen. Und ein bisschen trinken haben wir auch noch. So, was brauche ich denn jetzt? Ich will jetzt einen Steindolch bauen. So, Zwirn kann ich erstmal raus. Und während der baut, haben wir wieder Fasern, 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 Fasern. Glücklicherweise respawnt der ganze Spaß jetzt ziemlich schnell. Weiß aber nicht genau, ob das jetzt an den Einstellungen oder Server-Einstellungen von Mime liegt. Oder aber am Spiel selber. Aber das ist mir relativ egal auch gerade. Weil so schnell kriegen wir das Zeug ja doch nicht. Okay. Ich sollte mir angewöhnen, die Türen zuzumachen, glaube ich. Kann ich jetzt eigentlich Schwert und Dolch? Ja. Pix, Pix. 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 You picked the wrong fight. Sehr cool. Okay, Picke und Axt kann man nicht gleichzeitig ausgerüstet haben. Okay. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall, sind wir zweihändig bewaffnet, das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir auch eine ganze Menge Fleisch. Der Rest brutzelt hier noch durch. Jetzt gucken wir doch erst einmal. Jetzt brauche ich wieder Pflanzenfasern. Sind wir wenigstens erstmal ein Bett oder zwei Bauer. Weil die will ich schon wieder da irgendwo in der Valla Pampa spawnen. Und ich habe schon wieder meine Tür offen gelassen. Ach, total S Plus verwöhnt. Okay, dann können wir mal zwei Hayabubus bauen. Und was brauche ich für den Bogen? Für den Bogen brauche ich Tierhaut, Zwirn. Zwirn habe ich. Tierhaut hatte ich auch. Und so. 10 Ast, 50 Stein. Ich glaube, der produziert gleich stackweise. So. Zack. Zack. Und E gedrückt halten, interagieren, Spawnpunkt aktualisiert. Sehr schön. Das heißt, wir wachen jetzt in unserem Häuschen auf. Bogen baut noch. Äste habe ich massig. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Stein, damit ich auch gleich ein bisschen Munition ranholen kann. Und
Dann könnten wir ja mal versuchen, so eine Krötschilde, eine Schildkröte zu töten. Was auch immer, oder was auch immer das für Viecher sein mögen. Okay, ich baue aus Sandstein Feuersteinpfeile. Interessant. Oder aus Stein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Autsch. Oh, Möpse. Ich sehe Möpse. Aber nur Männermöpse. Ich hätte mir ja auch einen weiblichen Charakter machen können, aber das hätte mich persönlich selbst ziemlich verwirrt. Und mit meiner Stimme, sind wir mal ehrlich, gehe ich nicht mehr als Mädchen durch. Herstellen. 20 Pfeile. Ach komm. Was soll der Geiz? Jetzt sind wir hier eh gerade mal am Stein kloppen. Äste haben wir ohne Ende aufgesammelt. Und stellen wir dann nochmal eins her. Zwirn kommt dahin. Das da. Ja, habe ich beim letzten Mal schon festgestellt, dass wenn ihr die jetzt frisch produziert und ihr hattet hier noch einen freien Platz, dann sind die ungefähr, rutschen die automatisch so rein. Wenn ihr jetzt versucht, die auszuwählen mit der entsprechenden Taste, das geht nicht. Wenn ihr versucht, die jetzt hier drauf zu ziehen, geht das auch nicht. Also schön erstmal ins Inventar und dann... Zack, dann habt ihr hier ein Pfeilchen-Symbol und es kann losgehen. Jetzt ist natürlich unglücklicherweise Nacht. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ordentlich Fleisch. Und hier irgendwie mit dem Menschenfleisch passiert gar nichts. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir auch. Gibt es hier Jaboas? Ich habe schon wieder die... Total S-Plus verwöhnt aus Ark. Zack. Halt, das wollte ich wegwerfen hier. Ich habe auch noch keine... Nein. Ich will an die Holzkiste hier ran. Ich habe auch noch keine Ahnung, was man mit den Samen macht. Im Zweifel natürlich der Pflanzen im Land der Verdammten. Okay. Also irgendwelche Pflanzen scheine ich damit anbauen zu können. Aber ich habe echt null Plan, welche. So. Ja. Ja. Tür. Da ist eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ja, okay, das kann ich auf jeden Fall nicht gleichzeitig machen. Kann man eigentlich Bäume anstecken? Nein, aber seine Fackel damit zerstören. Da waren noch Menschlein. Da waren doch Menschlein. Ich glaube, die spawnen ziemlich schnell hier nach. Ja. Und machen wir doch mal hier so einen Hinterhalt. Auch wenn ihr jetzt gerade nichts seht. Man muss auch ziemlich hoch zielen.
Okay, ich bin total miserabel. Ich denke mal, das lässt sich noch... Nee. Eine ziemlich hohe ballistische Kurve. Sie halt gerade effektiv nix. Okay, das machen wir nicht. Ich erstmal blind geteilt. Sehr schön. Oh, sehr geil. Fasern. Und hier liegt ein Kopf. Offensichtlich habe ich den anderen geköpft, während ich nichts mehr gesehen habe. Und hier liegt ein totes Tier. Nehmen wir doch mal mit, ne? So. Die zerhacken wir auch mal. Nicht, dass hier noch irgendeiner anhand meiner Spuren, die ich hinterlasse, auf mich zurückschließen könnte. Und dann würde ich mal sagen, pendeln wir uns erstmal hier drauf ein, bis ich von euch die Rückmeldung habe, was eure Lieblingsfolgenlänge so im Durchschnitt wäre. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das ganze YouTube-Gedöns nicht. Däumchen-Abo teilen. Kommentare. Vergesst die Kommentare nicht. Ich will hören, was ihr denkt, fühlt. Vielleicht auch zu sagen habt. Lasst mich an eurer Meinung teilhaben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!